Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen nun zum sogenannten Lied Mose aus 5. Mose 31, aus der Reihe Schritte durch die Bibel von Gibbs. Als Leitvers wurde vorgeschlagen 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und sonder Trug. Gerecht und gerade ist er. Römisch 1. Das Buch und sein Aufbewahrungsort. Aus 5. Mose 31, Verse 24 folgende. Erstens. Das abgeschlossene Buch des Gesetzes. Mose, der Schreiber des Pentateuch, also der fünf Bücher. Zweitens, seine Aufbewahrung, der kostbarste Besitz am heiligsten Platz, 119, Vers 11, Psalm. Drittens, seine Aufgabe zum Zeugnis. Viertens, der prophetische Abfall. Römisch 2, das Lied. Gottes Charakter wird gerühmt. Der Name des Herrn wird siebenfacherweise geoffenbart. Psalm 9, Vers 10. Diese Eigenschaft sind gleichzeitig Erklärungen seines Namens. Zweitens. Israels Charakter wird dargestellt. Welch furchtbare Anklage und zutreffende Beschreibung der Natur eines jeden von uns. Drittens. Erinnerung an Gottes Wege mit Israel. A. Gottes Aufruf, sich der Vollzahl zu erinnern. B. Gottes Absicht mit Israel, Verse 8 bis 9. Welch eine wunderbare Aussage. Lest alle diese Bibelstellen, die da stehen. Ihr könnt sie ja nachher ausdrucken, weil das Sheet am Schluss vom YouTube angehängt ist. C. Gottes gnädiges Handeln mit Israel. Ein treffendes Bild des durch die Gnade geretteten Sünders. Er fand ihn, umgab ihn, behütete ihn, leitete ihn, erhöhte ihn, nährte ihn, ließ ihn wachsen. Viertens, Israels Sünde. Beachte die verschiedenen Stufen des Abfalls von Gott. Selbstzufriedenheit. Gott wird verworfen, Gott wird verachtet, Gott wird erbittert durch Abgötterei, Gott wird vergessen. Wie lässt sich dies auf die heutige Situation anwenden? Fünftens. Gott verbirgt sein Angesicht, sieh, was das nach sich zieht. Sechstens. Die Klage. Siebtens. Das Zeugnis.